788, der Michael Svezia, 6,9 Liter Camaro aus Schwertes MC 660. Das schnellste Taxi Deutschlands kommt aus Recklinghausen. Ich habe das immer recherchiert, das ist wirklich ein Taxi. Ich war da im Netz, habe mir das einmal angeschaut. Also wer es mal eilig hat am Flughafen, sein Mike Kolbe auf der linken Lane vom Team Wupperdampfer aus Wuppertal. Geht am Flugstart raus mit seinem Corsa. Also liebe Zuschauer, wir fahren netto Fahrzeit. Also es ist so entspannt, wie der wegfährt, so entspannt von der Akustik, das ist unfassbar. 9,58 ist schon mal ein Riesenspruch. Was war der Tag vorher mit seinem 1er Golf Allrad? Ne, der 1er Golf war weg von der 9er Zeit. Mühlheim an der Ruhr. TT gegen TT, wobei der Linkischer Schärferer ist und der DSG scheinbar hat, so wie es klingt. 6,1 Liter aus Kürten und drüben der Japaner mit der 502. Haben wir hier am Start den Philipp. Jetzt ein 2 Liter Lachgas-Kadett von der Schrauber Gru Dortmund. Ja, was war jetzt das mit deiner Corvette? Der Roadster ist richtig geil. Der fährt schon seit Jahren hier. Super Karre, richtig schnell. Eine 12 Mitte war es vorher schon, der gefahren ist. Reifen balkt beim Start und entsprechend Grip bietet. Emina Medovic mit dem SRT8 Challenger aus Oberhausen. Unterwegs, wie wir schön gesehen haben hier. Andreas Lutz mit seinem Plymouth Weiland, 5,4. Rechts das blaue Fahrzeug ist ein Dodge Dart mit einem 6,7 Liter Motor aus Weeze. Und drüben ist ein Dodge Coronet. So, der Lightning gegen den Oldtimer, Ford Pickup. Gestempelt oder was? Okay. Bisschen Seitenteil, bisschen Stoßfänger hinten rechts, das kostet ein paar Mark, der Lackierer. Aber das ist so lässig, das Gerät, das ist so lässig. Er hat keine Versteifung mehr. Normal fährst du. Hast du deinen Zeichen gesehen? Wo hast du gehabt?